Hallo zusammen, hier ist wieder euch, und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um ein Toy, was wir hier aus den Dracheninseln bekommen können. Und zwar bin ich hier gerade in der ersten Zone, einmal die Küste des Erwachens. Und dort haben wir hier oben auf den Koordinaten 65, 41 einen Schatz. Und zwar zeige ich euch das jetzt mal. Ich bin quasi hier an diesem Stein hochgelaufen, einmal hier rum. Und dann hier hinten drin, hier in dieser Ecke, habe ich einen Schatz geöffnet und da gab es einmal einen goldenen Drachenkelch raus. Das ist einmal ein Spielzeug und was macht es? Zeigt eure Reichtümer der Welt und hinterlässt eine Spur aus Reichtümern. Ich würde sagen, das looten wir oder lernen wir jetzt einmal und schauen euch uns das mal an. Wo haben wir es denn? Hier Sammlungen und dann setzen wir es ein. Hat übrigens nur 30 Sekunden Abklingzeit, also relativ nice. Und wie ihr seht, laufen wir relativ langsam und droppen hier lauter Stuff. Was ist denn das? Sind das irgendwie Behälter? Es sieht auf jeden Fall golden aus. Ist ganz cool, man ist ein bisschen geslowed. Und ja, ist wieder ein Toy mehr für die Sammlung. Sonderlich kompliziert ist es nicht. Das Komische ist, ich konnte das mit einem von meinen beiden was looten. Danach war es weg. Also wenn, dann ist das so eine Once-per-Count-Geschichte. Oder die Kiste hat eine gewisse Abklingzeit bis sie respawnt. Das weiß ich aktuell noch nicht, da es noch relativ am Anfang der Expansion ist. Hier zeige ich es nochmal. Also hier unten ist der Weg. Dann kann man hier durchlaufen und dann hier einmal außenrum im Kringel. Und dann könnt ihr das Ding hier looten. Gut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Toy Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tila. Bis zum nächsten Mal. Ciao.